Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Tauchkugel klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Setzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, der ist wirklich ein totaler Psychopath. Vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt.
Atlas, Raya. Atlas, Raya. Da-da-di-da-di-da-da. Haha, endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, die Ohren zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen! Seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist. Oder vielleicht etwas anderes. Wirklich nett. Wo hast du studiert? Wo gehst du hin? Ist das alles? Schätzchen! Bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Ah, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohen erwartet dich in der Fleet Hall. Ich hab mich im Griff!
willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsy nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Von Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch. Mein verdammter Fluch! Ich will die Ohren abnehmen! Bitte, nimm sie ab! Bitte! Obwohl ich früher oft in Little Italy auf Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Cowpepper, und dieser durchgeknallte Cohen haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammten, behämmerten Künstler. Thank you.